Ramadan ist die höchste Stufe von der reinen Absicht, von dem Ikhlas. Du kannst in der Moschee kommen, du betest, damit die Leute sie sehen dich, dass du betest. Möchtest du ein Mädchen heiraten, du kommst, du betest in die Moschee, damit wenn du sein Vater er sieht dich, er sagt, Mashallah, er betet in erster Reihe, zwei, drei Monate, ich sehe ihn jeden Tag. Das bedeutet, du kannst solche Ibadet nutzen, damit du zeigst dich, außer Fasten. Fasten die höchste Stufe, weil du kannst nach Hause gehen und trinken und essen und du machst alles und niemand sieht dich. Aber warum? Trotzdem, du strebst, wenn jemand das Streben, dass er zeigt die höchste Stufe von Ikhlas. Er kontrolliert sich. Er trinkt nicht, wenn er zu Hause. Er macht kein Haram. Er senkt seinen Blick. Er guckt nicht die Frau. Er kontrolliert sich mit seiner Zunge. Und deswegen, das ist die höchste Stufe. Fasten ist eine Sache zwischen dir und Allah, subhanahu wa ta'ala. Pilgerfahrt, die Leute, sie sehen dich. Salat. Du kannst noch dein Zakat geben vor alle Leute. Aber Fasten, du kannst, wenn du in der Ecke, du kannst, inshallah, ein Schaf essen. Wer hat dich gesehen? Nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, dhakir al-ashab, komm mutadiban, ja.